Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier zu meinem HTML5-Kurs für Einsteiger. Wir sind mittlerweile in der 5. Lektion angelangt. Wie immer weitere Informationen hier unter www.html5.lern.at geben wir uns hier in diese 5. Lektion. Und hier geht es unter anderem um eben das Festlegen von Dateinamen, das heißt jene Namen, unter denen eben dieser HTML-Code abgespeichert wird. Ich gehe hier wieder in den Editor Skriptl hinein und wenn man hier eine Datei speichert, hier habe ich zum Beispiel eine Datei gerade geöffnet mit grundgerüst.html, siehst du, dass ich hier nicht grundgerüst mit Ü geschrieben habe, sondern mit UE. Das ist eine dieser Regeln. Man sollte, wenn möglich, HTML-Dateien ohne Umlaute speichern, ohne Sonderzeichen, wie scharf es ist, ohne Leerzeichen und wenn möglich, würde ich dir empfehlen, alles klein zu schreiben. Das spielt unter Windows vielleicht keine große Rolle, aber wenn du deine Dateien zum Beispiel auf einen Linux-Server, Linux ist ein anderes Betriebssystem, hinaufladen würdest, und Linux-Server gibt es relativ häufig, dann könnte es dir zum Beispiel passieren, dass du hier oben eine Datei hast, Grundgerüst, kleingeschrieben G, und das G am Anfang ist groß geschrieben. Es wären bei Linux zwei verschiedene Dateien. Das ist unter Windows nicht möglich, aber unter Linux wäre das möglich. Und um diese Verwirrung zu vermeiden, würde ich dir von Anfang an empfehlen, als Schreibweise eben hier alles klein zu schreiben, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen, wie zum Beispiel Umlaute bei deinen Dateinamen zu verwenden. Und natürlich, wichtig, die Erweiterung, die Extension ist immer HTML oder HTM. Ich persönlich bevorzuge HTML. Dann sind wir schon bei der Verwendung von Sonderzeichen. Sonderzeichen sind, wie gesagt, hier diese Umlaute. Bei HTML5 hat man sich darauf festgelegt, dass man eine bestimmte Codierung verwendet. Eine Codierung legt fest, welcher Form eben solche Sonderzeichen, welche Form überhaupt Zeichen in einer Datei gespeichert werden. Und beim UTF-8 Format ist es eben, hat man sich eben, also bei HTML5 hat man sich auf das sogenannte UTF-8 Format geeinigt. Wie kann man das hier bei unserem Skriptli festlegen? Da gibt es mehrere Varianten. Eine Variante wäre hier herum zum Beispiel, das festzulegen. Da gibt es mehrere Varianten. Ich verwende hier eigentlich immer UTF-8 alleine. Klickt man hier fest. Oder man könnte zum Beispiel hier auf Datei Format Codierung gehen und könnte sie ebenfalls festlegen. Damit wird für die gerade geöffnete Datei das entsprechende Format eben dann festgelegt. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, speichern würde, diese Datei unter einem anderen Namen zum Beispiel, wie zum Beispiel Hallo, klicke ich auf Speichern, dann erscheint es hier. Ich könnte es jetzt hier dann diese Datei dann zumachen und kann sie hier dann in ganz bequemer Art und Weise dann zum Beispiel wieder öffnen. Hier habe ich das ANSI-Format, das muss ich jetzt hier ändern, klicke auf OK und habe damit dann hier dieses UTF-8 dann eingestellt. Gut, so dazu passt dann, dass wenn ich hier zum Beispiel etwas schreibe, man, jetzt gut aufpassen, man könnte U, dann siehst du, wenn ich Ö eintippe, das automatisch umgewandelt, hier wieder etwas, jetzt kommt öfter, dann siehst du, dass man Umlaute in HTML automatisch umwandelt. Und das ist deshalb, hat sich deshalb eingebürgert, weil nicht alle Browser in der gesamten Welt eben unsere Umlaute direkt verstehen würden. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass hinter jedem HTML-Zeichen, streng genommen auch hinter einem A, hinter einem B, aber auch hinter solchen Sonderzeichen, ein bestimmter Code steht. Und dieser Code wird hier dann von unserem Script-Editor automatisch eingefügt. Sollte dich aber jetzt insofern nicht schrecken, wenn ich das nämlich jetzt hier abspeichere, habe ich also die Datei Hallo, gehe jetzt hierher, rechte Maustaste, und wenn ich jetzt hier auf Ausführen oder Öffnen gehe, landet diese Datei hier in Firefox und hier wird dann könnte und öfter gleich und Anführungszeichen richtig angezeigt. Wenn ich hier mir die Seitenquelle anzeigen lassen würde, dann sieht man, dass hier dieser Code, der für die Umlaute verwendet wird, vom Browser dann so übersetzt wird, dass wir dann ein Ö sehen. Oder hier zum Beispiel bei öfter. Und diese Arbeit übernimmt dankenswerterweise unser Editor Skriptli.
Dann gehen wir hier wieder zurück, haben wir also diesen UTF-8-Code dann eingestellt. Und hier sind wir bei den Pfadangaben angelangt. Ich habe hier eine Grafik eingefügt und das ist insofern von Bedeutung, weil wenn man nämlich von einer Grafik von einer Datei auf die andere verlinkt oder Grafiken einfügt, muss man den sogenannten Dateipfad einfügen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe, wieder in den Skriptli hinein und würde hier eine Grafik einfügen, du weißt schon, dass ich hier mit der linken Maustaste gedrückt das hierher ziehen kann. Dann siehst du, dass wir hier einen IMG-Tag haben, worauf ich jetzt IMG steht für Image, für Grafik, SRC steht für Source, das heißt, hier kommt es um den Ursprung der Grafik an. Die Datei, in der wir uns jetzt hier befinden, ist die Hallo-HTML-Datei. Sie befindet sich hier und in einem Unterordner Images befindet sich hier diese Grafik, Cognat Cocktail. Und damit man eben von dieser Seite aus hier auf eine Grafik zugreifen kann, muss man hier den entsprechenden Code eingeben. Das wäre in dem Fall hier, man gibt zuerst den Ordner an, wenn man auf einen Unterordner nämlich zugreift und dann hier dieses Backslash. Ja. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Grafik hier irgendwie verschieben würde, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier geht, aber da geht es nicht, hierher kopieren würde, also hier in diesem Ordner, in demselben Ordner hätte wie hier eben die Hallo-Datei, dann müsste ich hier in dem Fall dann dieses Image entfernen. Und dann würde es immer angezeigt werden. Schauen wir uns das genauer an, hier bei meinen Unterlagen. Das würde dann bedeuten, hier in einem Ordner befindet sich die Indexdatei und ich möchte hier dann zum Beispiel auf die Urlaubdatei zugreifen, dann müsste man hier im Prinzip nur den Namen dann angeben. Wenn ich jetzt hier von der Indexdatei zum Beispiel auf die Datei Wales zugreifen würde, genauso wie wir es gerade vorhin bei der Grafik gehabt haben, in einem Unterordner, müsste ich zuerst den Unterordner hinschreiben, der ist Oberösterreich, dann dieser Backslash und dann in dem Fall, weil ich auf eine Webseite zugreife, nicht auf eine Datei.html. Ja, und wenn ich dann von hier Index auf einen nochmal weitergehenden Unterordner zugreifen möchte, dann muss ich zuerst den ersten Unterordner, Backslash den zweiten Unterordner und dann cuts.html dann angeben. Und also eine weitere Variante wäre es dann, gäbe es dann die Möglichkeit, dass ich hier aus einer Datei, die in einem, die sich diesen Unterordner befindet, in dem Fall Katzdorf.html, auf eine darüberliegende Datei zugreife. Und das macht man dann, indem man hier jeweils einen Ordner hinaufsteigt. Das heißt, ich steige hier mit Punkt Punkt Backslash in diesen Ordner und nochmal Punkt Punkt Backslash in den darüberliegenden Ordner und kann dann Hobbys HTML hinschreiben. Greife in dem Fall hier von Katzdorf HTML auf Hobbys HTML zu, beziehungsweise lege ich meinen Verweis dann dementsprechend dorthin. Ich kann aber auch zum Beispiel hier nur einen Ordner darüber auf zugreifen, kann hier von Katzdorf HTML auf Wales HTML zugreifen, verwende in dem Fall hier nur einen Punkt Punkt Backslash, weil ich nur einen darüberliegenden Ordner zugreife. Ja, zum Schluss empfehle ich dir hier wiederum die Aufgabenstellungen dir genau durchzuschauen, dir durchzuüberlegen und dir die Antworten zu finden, damit du das, was wir uns in dieser Lektion hier genau angeschaut haben, noch besser verarbeiten kannst und es noch besser merken kannst.